Herzlich willkommen zu DCDB TV von der Republika. Mein Name ist Philipp Banse und mein nächster Gast ist Raoul Krauthausen. Moin, grüß dich. Hallo. Anonymer Inklusionsaktivist, hast du eben gesagt. Ja, erzähl doch mal, also Inklusion ist immer so ein bisschen so ein sperriges Wort. Was meint man damit? Also ich finde die Definition ganz gut, dass Inklusion eigentlich kein Ziel ist, sondern ein Prozess. Und zwar der Prozess der Annahme und der Bewältigung von menschlicher Vielfalt. Oder eben ein gutes Leben für alle bedeuten soll. Das heißt, wir eigentlich in einer Welt leben sollten und auch darauf hinarbeiten sollten, in der alle Menschen das erreichen können dürfen, was sie wollen. Und die Grenzen nicht von außen einem auferlegt werden, aufgrund der Herkunft oder eben, ob man eine Behinderung hat oder nicht. Wollte ich gerade sagen, aber das meint dann nicht nur Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Nein, es meint alle Menschen. Also egal, soziale Herkunft, Migrationshintergrund, Sexualpräferenz, all diese Sachen natürlich auch. Das momentan ist es aber so, dass Inklusion vor allem auf das Thema Behinderung angewandt wird. Bevor wir jetzt über deinen Vortrag reden, den du hier gehalten hast, gib doch mal so einen Überblick, wo wird sozusagen, wo stößt diese Inklusion immer noch an Grenzen, wo funktioniert das nicht so im Alltag? Na, man muss halt davon ausgehen, dass 10% der Gesellschaft in Europa und auch in Deutschland eine Behinderung haben, aber nicht jeder Zehnte in unserem Freundeskreis behindert ist. Das heißt, irgendwo findet ein institutionalisiertes Aussortieren von Menschen mit Behinderung statt. Und dieses Aussortieren findet bereits im Kindergarten und in der Schule statt. Das heißt, es gibt Förderschulen, es gibt Sonderschulen, wo eben Kinder, die behindert sind, die nicht in die normalen Schulen passen, aussortiert werden. Und das ist Exklusion, das ist das Gegenteil von Inklusion. Anstatt zu überlegen, wie kann man Regelschulen eigentlich so verändern, durch kleinere Klassen, durch mehr Pädagogen, durch auch mehr Kompetenzen, dass eben Menschen mit Behinderungen dort auch lernen dürfen. Dazu so eine kleine Fußnote aus meinem privaten Alltag, so mit Inklusion. Mein Sohn geht auf so eine Inklusionsschule, hat zwei Autisten auch in der Klasse, die in bestimmten Fächern echt super sind, so, ne, die da alle abräumen. Und dann gab es echt wirklich böses Blut, weil die Eltern gesagt haben, ja, also nehmt die mal aus dem Notenspiegel raus. So nach dem Motto, wenn alle anderen eine 4 schreiben, die beiden aber eine 1 haben, dann sagt nicht immer, ah, die beiden, es lief doch, die haben doch eine 1. Und dann kamen die Eltern und haben gesagt, ja, das mag ja sein, aber nehmt die mal raus. Dann gab es eine riesen Diskussion über behinderungsfeindlich und Diskriminierung und so. Also das, wie das im Einzelfall auch ist, aber das hat gezeigt, dass es im Alltag echt schwierig ist. Ja, das vor allem ist es für die Erwachsenen schwierig. Ja. Ne? Noten haben ja Erwachsene erfunden und nicht Kinder. Die Kinder haben wahrscheinlich weniger Probleme, es sei denn, sie werden auf Noten konditioniert. Aber das Spannende ist, dass man ja eigentlich in der modernen Pädagogik davon ausgeht, dass wir zieldifferent lernen sollen. Das heißt, wenn jemand hochtalentiert ist in einem bestimmten Bereich, natürlich eine 1 was anderes bedeutet, als jemand, der normal talentiert oder niedrig talentiert ist. Und das nennt man zieldifferentes Lernen. Es müssen ja nicht alle alles können. Aber das ist total schwer umzusetzen im Alltag. Also nur zu sagen, wir haben eine Schule und ja, wir haben Klassen, in denen sitzen auch Menschen mit Kindern mit Behinderung oder Einschränkungen. Oder ja, klar. Niemand hat gesagt, dass es einfach ist. Aber die Debatten, die geführt werden, sind oft vom Problem herausgeführt. Ja? Das heißt, wenn wir 1920 bei der Entscheidung geblieben wären, dass wir Jungen und Mädchen getrennt miteinander beschulen, anstatt gemeinsam, dann sähe die Welt jetzt auch anders aus. Und die Debatten, die wir aber heute in Bezug auf Behinderung führen, sind ähnlich, mit den gleichen Vorurteilen. Die nicht behinderten Kinder lernen langsamer, die behinderten Kinder werden gehänselt. Das sind alles Vorurteile, die es vorher auch gab, bei Frauen, bei Jungen und Mädchen. Anstatt, dass wir mal gucken, was für Potenziale stecken da eigentlich hinter. Also ich glaube, dass Kinder mit und ohne Behinderung davon profitieren können, dass sie in einer vielfältigen Gesellschaft aufwachsen. Gib doch mal ein paar Beispiele, die so ein bisschen unterstreichen, was okay, du damit also meinst, Potenziale. Schulklasse, in meiner Schulklasse, dass ich als, ich bin auf eine integrative Schule gegangen, wo Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam beschult wurden. Und in meiner Schulklasse gab es natürlich auch Regeln. Ich meine, ich habe Glasknochen, das heißt, toben war jetzt mit mir nicht so. Ja? Und deswegen gab es die Regel, wenn Fangen gespielt wird in der Klasse, dann ist bei Raoul Klippo.
So, das heißt, bei mir darf man sich nicht abschlagen und bei mir darf man sich ausruhen. Und das heißt, ich war der Held des Spiels plötzlich. Ich war mitten im Geschehen, die Kinder wollten unbedingt bei mir sein, weil man sich bei mir nicht abschlagen darf. Und irgendwann wurde ich auch als Waffe benutzt. Also nicht bei Raul, hieß es dann immer. Und ich fand das nicht schlimm und die Kinder haben mich praktisch mit in das Spiel insgesamt integriert. Die haben mich strategisch dann auch gefragt, ob ich da irgendwie positioniert sein will und so. Also das war ganz, ein ganz witziges Erlebnis. Oder auch tanzen, wenn Kinder tanzen, kleine Kinder tanzen, dann ist für die ein Rollstuhl eher etwas, womit man gerne mitspielen will, anstatt dass sie sagen, oh, der Arme sitzt im Rollstuhl. Nein, die wollen es entdecken, wie so ein Fahrrad oder ein Laufrad. Und ich glaube, diese Kultur, die kann man, wenn man früh damit anfängt, einfach Menschen mitgeben, dass Behinderung nicht immer nur Defizit bedeutet. Jetzt hast du hier im Vortrag Beispiele präsentiert aus Europa, aus verschiedenen Ländern, wo ja, Menschen so dieses Thema recht erfolgreich angegangen sind. Nenn doch mal ein paar Beispiele. Wir haben 6 Aktivisten und 5 Projekte vorgestellt. Unter anderem zum Beispiel den Italiener Jacopo Melio, der einen Hashtag gestartet hat. Verzeih mir, dass ich ihn gerade nicht aussprechen kann, weil es Italienisch ist und das nicht meine Sprache ist. Der so viel bedeutet, ich möchte auch den Zug nehmen. Und er hat nämlich auf eine Ministerin geantwortet, die einen Tweet geschrieben hatte auf Twitter, dass sie jetzt gerade mit einem wunderbaren Zug fährt. Und er sitzt aber im Rollstuhl und hat sie dann angetwittert und hat geschrieben, ich möchte auch mal Zug fahren oder auch den Zug nehmen. Und daraufhin hat die Ministerin reagiert und er hat dann insgesamt aus dem Hashtag, den er kreiert hat, eine gesamte Bewegung ausgelöst mit über 3 Millionen Postings auf Twitter, hat einen Blog gestartet, ganz viele, auch Promis, auch der Game of Thrones Darsteller haben dann plötzlich das Hashtag als Bild hochgehalten und so, was dann am Ende dazu geführt hat, dass der Verkehrsminister versprochen hat, 140 Stationen auch barrierefrei zu gestalten in Italien, einfach weil die mediale Aufmerksamkeit so hoch war. Und er hat es gemacht durch gutes Storytelling. Er hat halt dann zum Beispiel es in die Vanity Fair geschafft in Italien mit der Aussage, dass er deswegen noch Single ist, weil er mit dem Zug nicht fahren kann und Frauen kennenlernen. Und das letztendlich auch auf so eine persönliche Ebene wieder runterbricht und nicht gleich die ganze Veränderung forderte, sondern es zu seiner persönlichen Geschichte gemacht hat. Das ist die Lehre daraus. Das ist die Lehre daraus. Und wir kriegen das in Deutschland nicht mit, weil die Sprachbarriere da ist. Also wir können halt kein Italienisch. Das Ganze fand nur auf Italienisch statt. Und das macht es dann natürlich so schwer, auch für uns bei den Recherchen. Wir haben über 200 Aktivisten gesichtet. Das macht es auch so schwer, bei den Recherchen mal zu gucken, was ist jetzt überhaupt in Europa los. Wenn man das vergleicht mit den Vereinigten Staaten von Amerika, wo alle Englisch sprechen, ist es viel leichter, auch über Bundesstaaten hinaus zu gucken. Gib noch mal ein paar andere Beispiele. Ein anderes Beispiel ist Ali Simpson aus Großbritannien, die nach ihrer Schule, nachdem sie die Schule beendet hatte, unbedingt mit ihren Freunden feiern gehen wollte. Und sie stellte fest, dass ihre Freunde aber wegzogen und sie relativ schnell alleine war und auch aufgrund ihrer Körperbehinderung nicht jeder mit ihr was machen wollte. Und sie fing dann an, auf Twitter zu fragen, wem es auch so geht. Und das Feedback war überwältigend, dass sie dann aus dem Twitter-Handle CP Teens UK eine Website gegründet hat, wo sie jetzt über 1000 Menschen pro Jahr miteinander in Verbindung bringt, die gemeinsam Sportaktivitäten machen. Und das einfach so aus einer eigenen persönlichen Erfahrung heraus über Twitter mobilisiert zu einer größeren Geschichte gemacht. Das Internet hilft halt dabei, letztendlich das auch zu organisieren. Sie sagt selber, dass sie die Stiftung oder die Organisation leitet von ihrem iPhone aus. Und das ist ja großartig. Also das wäre jetzt eine Frage gewesen, welche Rolle spielt das Netz dabei? Ne? Gibt es solchen Minderheiten irgendwie ein Sprachrohr? Offensichtlich. Ja, es bringt Menschen zusammen. Also, es bringt Menschen zusammen, es macht räumliche Barrieren erstmal weg. Aber trotzdem ist das Internet natürlich noch voller Barrieren. Also Menschen, die nicht hören können, kriegen vielleicht dann nicht alles mit, was in Videos auftaucht.
Menschen, die nicht sehen können, können Websites nicht richtig lesen, wenn sie nicht barrierefrei programmiert wurden. Und natürlich auch Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung, die aufgrund von komplizierter Sprache leichte Sprache aber eigentlich brauchen. Und ich meine, der positive Effekt ist offensichtlich des Netzes und dieser Kommunikation und dieser Sichtbarkeit von Menschen mit körperlichen Einschränkungen, Behinderungen im Netz. Gibt es da auch Schattenseiten? Also werdet ihr voll getrollt, beleidigt? Sowas? Ja, wir haben halt gemerkt und würden da auch gerne Theresa Bücker zitieren aus letztem Jahr, die gesagt hat, es gibt halt das Phänomen des Activist Burnouts. Also dass Menschen, die sich online engagieren, auch letztendlich das Feedback, das sie bekommen, als reales Feedback erleben. Ja, auch wenn es nur Online-Aktivismus ist. Und Online-Aktivismus ist aber gleichzusetzen für viele Menschen mit Offline-Aktivismus, also mit echtem Aktivismus, weil man investiert Zeit, man schreibt Blogs, man macht halt das, was man früher auf den Spucki geklebt hat, ja, ist halt jetzt irgendwie ein Twitter-Tweet. Und die Arbeit ist die gleiche, das heißt, das Feedback ist gleich erlebbar und tut genauso weh. Und viele Menschen, die lange Aktivisten sind und dann mit Hate Speech konfrontiert werden zum Beispiel, geben dann auf und schließen ihre Blogs und so weiter. Und wir glauben, dass man das Internet eigentlich dazu nutzen sollte, um Menschen zu empowern und zu motivieren, weiterzumachen, mitzumachen, Neues und neue Ideen auch zuzulassen, anstatt immer nur, sobald dann irgendwie etwas nicht ganz korrekt war, weil es gibt keinen perfekten Aktivismus, die Menschen in Grund und Boden zu trollen. Da hat Monika Lewinsky neulich eine ganz interessante Rede gehalten, die ja viel hat einstecken müssen und lange sich komplett zurückgezogen hat und nach eigenen Aussagen auch mit Selbstmordgedanken gespielt hat. Und sie sagte auch, dass sie das erste Cybermobbing-Opfer war. So, gut. Ja. Wie auch immer. Also, dass die Frau eine Menge hat einstecken müssen, online wie offline, darüber, glaube ich, besteht kein Zweifel. Ich fand einen Satz, den sie gesagt hat, ganz interessant, nämlich, dass diejenigen, die das beobachten, also jemand wird online oder wie auch immer fertig gemacht und beschimpft, sich fragen, was kann ich denn da tun? Und die Antwort relativ einfach ist, nämlich schreibt was Positives, schreibt unterstützend, weist diese Beleidigungen zurück. Ja. Und bei denen, die dort beleidigt werden, also bei den Opfern, kommt diese, sagen wir mal, Supportbekundung, Unterstützungsbekundung enorm gut an und zählen so viel wie 100 Hassmails. Würdest du das unterschreiben? Würde ich total unterschreiben. Und vor allem, was sie ja auch gesagt hat, und das finde ich unglaublich passend, wer von uns hat noch keinen Fehler mit 22 Jahren gemacht? Und ihr Fehler war halt, dass sie den Präsidenten der Vereinigten Staaten geliebt hat. Und wir alle machen Fehler. Nobody is perfect. Und ich finde es groß, dass sie versucht, wieder ihre Geschichte zurückzuerobern und für sich zu deuten. Und mich hat es sehr berührt, als sie diese Frage ins Publikum stellte. Hast du noch ein paar Beispiele, die man erwähnen könnte? So es gibt noch einen ziemlich erfolgreichen Podcast in Schweden, Tim Glaset-Pod heißt der, wo zwei Menschen mit Behinderung interviewen. Und das ist sehr professionell gemacht, weil die einfach auch Journalisten und Grafiker sind und sich auch mit audiovisuellen Medien gut auskennen und auf sehr hohem Niveau produziert und viele Tausende von Downloads auch monatlich hat. Und einfach so, das Internet bietet Minderheiten die Möglichkeit, ohne Filter von Redaktionen dazwischen, direkt ungefiltert zu senden. Ich meine, du bist jetzt ja schon ein paar Jährchen dabei eigentlich in dieser Szene. Hat sich denn über die Jahre das Klima, die Ansprache, der Umgang mit Menschen mit Behinderung, hat sich das irgendwie verändert? Ich glaube, dass immer mehr Menschen mit Behinderung sich trauen, jetzt auch öffentlich zu ihrer Behinderung zu stehen. Ich würde mir sogar wünschen, dass wir anfangen, eine Stolzkultur zu entwickeln, also zu sagen, ja, ich sitze im Rollstuhl und es ist okay, anstatt immer zu sagen, ja, und ist schon kacke, ja, weil das sagen halt auch noch viele, einfach zu sagen, ja, es ist jetzt halt so, wir müssen damit umgehen. So wie du halt stolz oder akzeptiert hast, dass du dunkelblonde Haare hast, ja? Machen wir jetzt auch nicht permanent zum Thema. Und dass Menschen mit Behinderung auch inzwischen durch Inhalte glänzen, die sie auch jenseits ihrer Behinderung machen können und genauso kreative Menschen sind. Was sind denn so in Deutschland so tief hängende Früchte, um so Barrieren
unnötige Barrieren, die den Leuten das Leben schwer machen, wegzubauen. Ich glaube, wir müssen reflektieren in Deutschland, wie wir über Menschen mit Behinderungen sprechen. Also noch reden wir halt über das Opfer, der an den Rollstuhl gefesselt ist und an seiner Behinderung leidet. Oder wir benutzen Begriffe wie Heilerziehungspfleger. Ja? Ich will nicht geheilt, erzogen oder gepflegt werden, sondern ich möchte auf Augenhöhe Menschen begegnen und Hilfe einfordern, wenn ich sie brauche, aber sie nicht vorgesetzt bekommen. Wir leben noch in einem Land, wo wir in einer Versorgerkultur stecken. Das heißt, Menschen mit Behinderung müssen versorgt werden von der Krankenkasse und alles ist irgendwie therapeutisch und medizinisch konnotiert. Dass aber Menschen mit Behinderung Menschen sind in erster Linie, die auch Wünsche, Ziele, Träume und Hoffnungen haben und auch Meinungen, wird dabei oft, sagen wir mal, unterschlagen. Und beobachtest du da eine Veränderung? Ich beobachte insofern eine Veränderung, dass mir auch nicht jeden technologischen Mist, der erfunden wird, wie Exoskelette und elektrische Rollstühle, in den Himmel loben müssen. Weil warum müssen wir eigentlich Menschen normalisieren, dass sie laufen können wie du, anstatt zu sagen, hey, lass uns doch die Umwelt so anpassen, dass es egal ist, ob Menschen laufen oder nicht. Und das Verständnis setzt, glaube ich, jedenfalls in meiner Filterbubble ein. Und wie nimmst du eigentlich diese Cyborg-Bewegung da? Also, finde ich sehr kritisch. Also nur nochmal, um das zu erklären, also da nutzen halt, ja, fangen Menschen an, quasi ihren Körper zu ergänzen durch technische Hilfsmittel, also Implantate einzubauen oder bestimmte Maschinen zu nutzen, um Frequenzen mit dem Auge wahrnehmen zu können, die das menschliche Auge so erstmal nicht wahrnehmen kann. Da kann man auf einmal Infrarot sehen oder man baut sich bestimmte Kniegelenke ein, die irgendwie besonders federnd sind oder so. Wie beobachtest du das? Ich finde diesen Optimierungswahn von Menschen gefährlich, weil er am Ende dazu führen wird, ziemlich sicher, dass Menschen mit Behinderung gefragt werden, hey, wann lässt du dir endlich mal ein Exoskelett einbauen, damit wir dich nicht ständig die Treppe hochtragen müssen. Anstatt zu sagen, wann bauen wir endlich einen Aufzug ein, damit auch Menschen, die nicht laufen können, hier mitmachen können. Und das ist, glaube ich, wir fangen an, Behinderung immer mehr zu einem Einzelschicksal zu machen, anstatt zu einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe. Da sehe ich eine große Gefahr drin. Oh. Herzlichen Dank. Viel Erfolg. Danke. Das war Raul Krauthausen. Du bist auch gut zu erreichen bei den sozialhelden.de, ne? Genau. Ist so deine Homebase mit vielen interessanten Projekten. Remap.org zum Beispiel ist so eins. Genau, kann man vorbeisurfen. Vielen Dank fürs Zuschauen. DCTP TV auf der Republika. Mein Name ist Philipp Banse. Danke und bis bald.